Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Wir geben uns heute die zweite Person aus der 16. Gruppe A, den lieben Andi, Prophet Andi, Freunde, ja, mit Pop, deine Ex. Huch, was? Huch. Bei Pix, produziert das Ganze von Pixie's Dead, PX is Dead, keine Ahnung. Ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt, Alter. Die erste Runde kontrovers, ja, jetzt bei der zweiten. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen, wir schauen zusammen rein. Für alle, die auf Haus des Geldes warten, kommt morgen doch erst, weil ich ungern zwei Serienreactions an einem Tag hochladen möchte, weil das nicht allzu viele Leute fühlen und die vielleicht abgefuckt sind, wenn dafür kein anderes Video kommt. Deswegen gibt es um 0 Uhr heute eine Deutschrap-Reaction, ja? Nur, dass ihr da Bescheid wisst, Freunde. Haus des Geldes dann morgen. Ganz easy. Und jetzt schauen wir rein bei lieben Propheten Andy himself. Let's go. Oh, wait. Mix and Masters von Rika, Mann. Von dem haben wir uns die JCC-Qualifikation auf dem Flutterflow Live-Channel angehört. Schaut da gerne vorbei, Freunde, ja? Prophet Andy ist eine Kunstfigur und spiegelt. Okay. Ich pop keine Pillen, ich pop deine Ex. Ja, ja, ja. Okay, manchmal der Pop, ich bin und deine Ex. Hast du verdient, du nutzt es. Es ist der erste. Wow, Einstieg war nice, Einstieg war nice. Okay, warte, ich will nochmal den Einstieg haben. Einstieg hat mir sehr gefallen, Einstieg hat mir sehr, sehr gut gefallen. Stabiler Flow gewesen. Ich pop keine Pillen, ich pop deine Ex. Ja, ja, ja. Okay, manchmal der Pop, ich bin und deine Ex. Hast du verdient, du nutzt es. Es ist der erste Prophet ohne Message. Bin nur da, um eure Ehre zu kränken. Ja, Mann, ich schreibe die ekligen Texte. Ihr Fotzen seid von meinem Penis besessen. Es ist der Typ, der in seinem VW Golf mehr Viber bangt als du, peinlicher Kelb in deinem Daimler-Benz. Der Flow ist nice. Der Flow ist nice. Ich muss sagen, ich komme mit der Stimme noch nicht so ganz klar. Ich finde sie nicht so angenehm zum Zuhören. Also, das ist halt nichts, was ich mir privat hören, anhören würde, so ganz klar. Golf mehr Viber bangt als du, peinlicher Kelb in deinem Daimler-Benz. Was willst du tun? Der Beat ist nice. Du peinlicher Kelb in deinem Daimler-Benz. Was willst du tun? Bitch, ich hab einen prächtigen Penis und hab mich damit schon in deiner Schwester verewigt. Bro, ich hab gar keine Schwester. Nein, hatte mein Bruder? Bro? Bruder? Huch. Prächtigen Penis und hab mich damit schon in deiner Schwester verewigt. Ich störe dich bei deinem Paarungsakt, nehme dir dabei deinen Partner ab. Paarungsakt ist auch ein schönes Wort, oder Freunde? Ich störe dich bei deinem Paarungsakt und nehme dir dann deinen Partner ab. Nice. Ich störe dich bei deinem Paarungsakt. Nehme dir dabei deinen Partner ab. Ich picke die Schlampe so hart, verdammt, bis man denkt, dass sie einen Anfall hat. Ich war bei euch alle. Ich finde wirklich nice, wie er auf den Beat kommt. Das ist wirklich ein guter Beat für ihn. Fahrer vorbei und baller mit der Acker, dann alles voll Blei. Was uns Motherfucker sagt, wer von diesen kranken Bastarden hat denn so krasse Lines? Haftbefehl-Fans denken, sie wissen, was hart ist. Doch hatte noch nie meinen Schwanz in ihrem Arsch. Ihr seid einsam und schwul. Wenn ich fertig mit euch bin, dann kackt ihr drei Tage Blut. Ich spuckte. Okay, Leute, hey. Also es ist halt nicht meine Mucke, Mann. Das ist nichts, was ich mir so privat anhören würde. Ich feiere die Kunstfigur, aber weil es halt so was Extremes und was anderes ist. Aber ich bin eigentlich nur gehypt auf eine neue Runde, weil ich halt sehen möchte, okay, wie krass wird es jetzt so. Aber es ist halt nichts, was ich 100% fühlen kann einfach. Ich feiere ihn als Person, aber seine Musik nicht. Kann man das so sagen? Ich feiere ihn als Person, die Kunstfigur, Prophet Andy so. Aber es ist halt einfach für mich so keine nice Musik, die ich mir anhören würde. Drei Tage Blut, ich spuckte auf ne Polizistenfotze. Dabei wollte ich der doch nur auf die Titten glotzen. Es passiert, weil Unfälle passieren. Während die Schlampe am Dicksacken ist, halte ich meine Gun mitten in ihr Gesicht. Rede in etwa so oft von meinem fetten Schwanz, wie deine liebe Mutter das auch mal am Esstisch macht. Der Beat ist aber wirklich nice. Also wirklich nochmal Shoutouts an PX is Dead. Wirklich, wirklich nicer Beat. Ja, den hab ich leider verpennt. Schlafe öfter auf Parkbänken als im eigenen Bett. Am nächsten Tag den Weg auf Jasper angelehnt. Find ich gerade so. Ja, verarbeite mehr Alkohol als Adelskron. Nice Zeile, okay. Er hat gute Zeilen am Start, muss man ihm schon lassen.
Oha, fast hätte die Maskierung am Ende. Huch. Doch, würde ich sogar ein Like geben. Also, es ist halt einfach nicht mein Musikgeschmack und keine Musik, die ich mir einfach anhören würde, so, weil ich das nicht fühle einfach, ja. Aber einfach jetzt vom Textlichen her waren da gute Zeilen dabei auf jeden Fall. Und ich mag halt die Kunstfigur, so sein Image einfach. Ich mag allgemein Leute, die halt so ein bisschen rausstechen. Wie mein Klappmesser, Freunde. Bam, bam. Deswegen not bad eigentlich. Not bad. Kann man sich geben, aber jetzt nicht on a daily basis so. Aber so für eine Runde immer mal so im Turnier sehr interessanter Dude. Und halt einer auch, der einfach auffällt, der Charakter hat und der Wiedererkennungswert Wert hat. Deswegen. Freunde, lasst mal eure Meinung gerne dazu da. Wie findet ihr es? Pumpt ihr sowas zu, privat zu Hause? Würde mich interessieren. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit der neuen Runde aus dem JCC. Schreibt gerne das auch mal hier in die Kommentare, welchen Song ich direkt um 0 Uhr abchecken soll heute. Lohnt sich der von Kapital? Was meint ihr? Ja, nein, vielleicht. Oder wird irgendwas anderes released, was wir uns eher geben sollten? Lasst eure Meinung dazu mal gerne in den Kommentaren davon. Ansonsten sehen wir uns später, wie gesagt, um 0 Uhr. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.